Wir sind eigentlich schon da, wo wir hinwollen. Das heißt, ich drehe jetzt einfach mal um, pack das Ding hier. Und dann legen wir los. Ich verliere jetzt momentan Hitpoints, das heißt, wir haben eh nicht viel Zeit. Wir gehen jetzt gemütlich da hoch und holen so ein bisschen Metall, so der Plan. Hallo und willkommen zurück in der wunderschönen, aber tödlichen Welt von Ark Asa. Super schön hier bei uns, wenn man aus dem Fenster rausguckt. Aber ich traue mich nicht mehr so wirklich vor die Tür, weil es wird nicht besser, ne? Die letzte Folge war knallhart und hier zu Hause sind wir wenigstens halbwegs sicher. Ich glaube, wir schauen mal, dass wir technologisch so ein bisschen weiterkommen. Das heißt, ich gehe dann nur noch raus, um mit Parzival Metall zu holen und oder mit Casto. Und ansonsten schauen wir mal, dass wir hier ja, uns dann vielleicht auch selbst einfach ganz gut verteidigen können. Ein bisschen bessere Rüstung ranholen und uns weniger auf Dinos verlassen müssen, weil es momentan so ein bisschen schwierig ist. Wir haben jetzt noch keinen Dino, der da so wirklich mithalten kann. Ich habe einfach mal geguckt, dass wir uns ein paar neue Sachen freischalten. Zum Beispiel die Flak-Rüstung. Die ist super teuer, das heißt, also Engram-Point teuer. Wir haben noch 8 Engram-Points. Das heißt, wir müssen da so ein bisschen sparen. Wir bauen jetzt erstmal die beiden größten Teile. Und dann könnten wir in Richtung Schusswaffen gehen. Da habe ich schon so ein bisschen vorbereitet. Wir brauchen ja Gunpowder. Ich habe so ein bisschen Sparkpowder schon hergestellt und Gunpowder sollte dann folgen. Wir schauen mal ganz fix, ob wir irgendwo noch Charcoal rumliegen haben. Jawohl. Und im Feuer draußen müssen wir auch noch welche haben. Wir müssen auch das Feuer mal wieder anmachen, dass wir ein bisschen was zu essen haben. So, Flakrüstung incoming. Und dann, das gibt uns dann schon mal einen ordentlichen Boost im Rüstungswert. Das heißt, wir sollten so ein bisschen länger durchhalten. Ich habe jetzt auch ein bisschen Health gelevelt. Wir sind bei 330. Ich denke, so bis 400 sollten wir auf jeden Fall gehen, dass wir da draußen so ein bisschen länger durchhalten. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Holz. So. Und dann gehen wir mal kurz so ein bisschen Steaks grillen. Du landest auch gleich auf dem Grill, Kollege, wenn du hier zu nah rankommst. So. Ich bin eigentlich ganz glücklich über Trikes. Die versuchen wenigstens nicht mich zu fressen. Das ist eine ganz schöne Sache. So, dann haben wir was zu essen. Dann grillen wir noch ein bisschen lecker Fleisch. Machen das Ding an. So. Wieso sind denn da nur... Ah, Hälfte reicht. Ich glaube, ich habe nur die Hälfte verschoben, ne? Deswegen war nur die Hälfte drin. Das nehmen wir mal mit. Das lagern wir für den Moment in Mortar und Pestel. Ja, und dann sollten wir auch einen gescheiten Kühlschrank herstellen und so weiter. Es gibt richtig viel zu tun. Wir könnten uns auch mal einen Raft vielleicht herstellen. Das wäre ja auch nicht verkehrt, dass wir mal so ein bisschen aufs Meer rausgucken können. Das Ding ist schon wieder voll, dann müssen wir wieder eine neue Kiste basteln. Das Raft habe ich schon freigeschaltet. So, wir gehen mal fixieren heute den Mortar und Pestel. Gibt super viel zu tun. Gunpowder Go. Stellen wir gleich mal alles her, was geht. Ja, und da müssen wir uns natürlich auch für eine Waffe entscheiden. Da habe ich schon so ein paar Sachen freigeschaltet. Ich würde ja unglaublich gerne wieder meine Lieblingswaffe hier herstellen. Ich glaube, wir machen das auch einfach, oder? So ein Revolver. Ist immer so ein bisschen, weiß ich nicht, eigentlich Ressourcenverschwendung. Wir brauchen viel dringender die Longneck Rifle, die ist super wichtig. Und wir könnten uns wahrscheinlich mit der Schrotflinte besser verteidigen als mit dem Revolver. Also die ist eigentlich deutlich besser. Aber Fernglas stellen wir auch her. Ich mag den Revolver, der ist einfach super witzig. Und die Munition ist ein bisschen günstiger. Jawohl. Oh, ich glaube, wir haben die Munition für die Longneck. Ah doch, die ist auch freigeschaltet. Perfekt. Gut. Die Longneck, weiß ich gar nicht, ob wir die jetzt direkt mitnehmen. Metall ist aus, mehr oder weniger. Gunpowder haben wir hier. Können wir 2 Schuss herstellen. Mega. Wir lassen mal die Longneck noch hier drin. Wir können sie mal rausnehmen und mal das Fernglas draufpacken. 4 Schuss, da kommen immer 2 Kugeln, ne? Pro Crafting. Und es gibt immer gut Levels, also das ist auf jeden Fall eine schöne Sache auch zum Hochleveln. Das Ding nehmen wir mal mit. Oh, dann können wir das ja tauschen. Genau, dann haben wir schon mal so ein bisschen Munition und eine schöne Waffe. Die Longneck lassen wir dann aber hier in der Kiste wahrscheinlich. Einmal durchladen. So. Der ist einfach richtig schick, dieser urzeitliche Revolver. Okay. Und dann stellen wir uns jetzt mal so ein Raft her. Das können wir, glaube ich, im Inventar. Raft.
kostet Fiber, Wood und Hide. Das sollten wir alles haben, ne? Ein bisschen Hide, Fasern und Woods. Da brauchen wir ziemlich viel von den Woods. Und bam. Dann können wir uns mal aufmachen, so ein bisschen das Meer erkunden. Das ist nicht viel ungefährlicher, denke ich, aber trotzdem mal spannend. Und dann stellen wir uns so einen Preserving Bin, so einen Kühlschrank-Vorgänger hin. Dann brauchen wir noch Stone. Dass wir so Sachen wie das Polymer zum Beispiel ein bisschen besser aufbewahren können. Das wird nämlich super schnell schlecht sonst. Gut. Den stellen wir mal... Wo stellen wir den hin? Wo machen wir unsere Kühlschrank-Ecke? Wollen wir die hier machen? Da machen? Hier ist so viel Platz, da geht auch mehr, oder? Wir könnten hier eine Kühlschrank-Ecke machen. Wir stellen das Ding mal hier mit rein. Stellen wir mal einen hier in die Ecke. Das ist schon echt cool, dass die so... Dass man die so super gut platzieren kann. Das gefällt mir super. Und dann können wir direkt daneben noch einen hinstellen, theoretisch. So, steht. Gut. Da brauchen wir dann nämlich nur so ein bisschen... Ich bin überladen. So ein bisschen Spark Powder. Oh, das ist richtig schwer, das Ding. Spark Powder. Haben wir ja hier. Nehmen wir mal so ein bisschen was raus. Und das Gunpowder nehmen wir auch mit. Dann stellen wir direkt so ein bisschen mehr Munition her. Bam, bam. Genau, und dann können wir hier aus den Dodos alles rausnehmen, theoretisch. So. Und es dann hier im Preserving Bin lagern. Der wird nämlich mit Spark Powder betrieben. Wir haben jetzt 38, als es verbraucht. Und da können wir jetzt die Eier mit reinpacken. Und so Sachen wie die Rare Flowers, die Pilze. Bam, Rare Flowers sind oben bei den Bienen, glaube ich, alle, ne? Und das können wir auch theoretisch da drin lagern. Das soll ja auch nicht weiter schlecht werden, sonst verschwindet es nämlich. Und das Polymer ist das Wichtigste. Das hält hier halt deutlich länger. Aber es wird trotzdem super schnell schlecht. Ich weiß gar nicht, wie deutlich das hält. Also wir haben jetzt 14 Minuten. Bei mir hält es auch 14 Minuten. Oh oh. Ich glaube, ich habe da was Falsches erzählt. Und hier hält es 14 Minuten. Oh, ich glaube, auf Polymer wirkt sich das nicht aus, ne? Und im Kühlschrank? Es gibt Items, da bringt der Kühlschrank nichts. Das gehört wohl dazu, das Polymer. Also das ist ja kein Kühlschrank, das ist jetzt nur so ein Preserving Bin. Und ob der Kühlschrank dann später was bringt oder nicht, das müssen wir dann sehen. Ich weiß es nicht mehr. Aber das hat mich jetzt schon erstaunt, dass das gar keinen Unterschied macht. Ich dachte, das bringt zumindest so ein bisschen was. Aber gut, dem ist scheinbar jetzt nicht so. Okay, das lassen wir mal alles hier. Da. Und das ist gleich fertig. Das können wir dann mal ausmachen. Ja, wir lassen es einfach weiterlaufen. Was heißt fertig? Wir haben ja immer noch jede Menge Fleisch drin. Wir haben jetzt ein bisschen was zu essen. Wir lassen es noch ein bisschen laufen. Gut, bringen wir mal das Raft raus. Ein Parasaurus, Level 10. Dann könnten wir hier unten das Haus fertig bauen. Ich brauche mal so ein bisschen Entspannung. Dass wir wieder so ein bisschen klarkommen nach den letzten Folgen. Bam, da steht's. Jawohl. Okay. Das funktioniert wie gewohnt. Hatten wir... Ich weiß nicht, ob wir einen Rückwärtsgang hatten oder ob das die Modded-Sachen waren. Wir haben auf jeden Fall keinen Rückwärtsgang. Wir haben jetzt ein schönes Raft hier stehen. Mit dem könnten wir uns auf die Socken machen, so ein bisschen die Küsten erkunden. Das ist trotzdem nicht ungefährlich. Es gibt hier die großen Fische, die uns versenken wollen. Und die Haifische, die uns fressen wollen. Das ist eine schlechte Kombination. Aber wir könnten damit auf jeden Fall mal so ein bisschen die Küsten abchecken. Und ich weiß nicht. Wir könnten damit auch in den Fluss reinfahren, ne? Und dann Metall da drauf bunkern und das nach Hause fahren. Das ginge auch. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich sicherer ist, als das zu Fuß zu machen. Vielleicht ein bisschen, ne? Solange hier keine Walfische unterwegs sind, die uns versenken, ist das vielleicht gar nicht verkehrt. Mal schauen. Wir können ja mal so eine große Metallexpedition irgendwann starten. Und es dann ausprobieren. Da kann ich ja dann auch alleine gehen. Also ich bin auch ziemlich viel alleine jetzt unterwegs, weil ich einfach keine Dinos mehr riskieren will. Wir gehen weiter in Hitpoints. Bam, bam. Und dann könnten wir jetzt wieder ein bisschen Rüstung freischalten, theoretisch. Harpoon-Launcher wäre gut, ne? Das wäre echt nicht verkehrt. Aber die Rüstung ist wichtiger, glaube ich.
Grappling Hooks sind super teuer. Wir könnten da den Fabricator schon freischalten. Wir haben einfach zu wenige Engram Points. Das ist unser Problem. Flashlight Attachment. Die Kantine wäre gut. Aber das können wir eh alles erstmal mit dem Fabricator haben. Da gibt es auch schon die besseren Waffen. Wir gehen jetzt mal in die komplette, das komplette Flak-Set. Ich glaube, wir müssen dann auch immer noch andere Rüstungen freischalten. Ne? Okay, wir lassen das mal. Wir sparen mal so ein bisschen. Nicht, dass ich dann irgendwie alles verballer und uns dann irgendwas fehlt. Ich heb mal so ein paar Engram Points noch auf. Oh, der Grill. Ich freue mich auf den Industrial Grill. Und der Harpoon Launcher wäre auch mega gut. Na gut. Einen Harpune haben wir jetzt noch nicht am Start. So. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal so ein paar Upgrades. Vor allem die bessere Rüstung. Die ist das Wichtigste. Was ist denn hier jetzt? Wieso kann ich denn nicht craften? Ach so. Wir haben das Crafting-Menü hier gar nicht aktiviert. Wir gehen mal in... Wir stellen uns mal noch die Schuhe her. Da haben wir nicht genug Metall für. Wir müssen wieder los Metall holen. Ich glaube, es ist schon Mittag. Gut. Wollen wir es wagen und uns auf die Socken machen, so nach Metall suchen? Also suchen müssen wir nicht. Wir wissen, wo es das gibt. Ich glaube, wir brechen einfach wieder auf. So, hier haben wir jetzt die Stone Arrows drin. Wir haben Bolas. Ja, wir machen mal so eine kleine Metallexpedition. Wir stellen uns noch eine Kiste her. Das ist bestimmt nicht verkehrt. Oder zwei oder drei. Storage? Achso. Müssen wir hier herstellen. Storage Boxen. Da fehlt uns Wood. Die packen wir noch aufs Raft mit drauf. Dass wir so ein bisschen was mitnehmen können auch. Und dann würde ich sagen, brechen wir einfach mal auf und gucken, was der Tag so bereithält. Mal schauen. Das wird auf jeden Fall wieder spannend. So, wir nehmen eigentlich nichts mit, außer die Boxen, hätte ich gesagt. Die Rüstung brauchen wir auch nicht unbedingt. Und wir müssen ja auch noch einen Grabstein wieder aufstellen für Carlos, ne? Wir sollten uns, glaube ich, daran gewöhnen, dass wir die Dinos erst benennen, wenn sie zu Hause sind. Das ist nämlich besser, sonst muss ich hier so viele Grabsteine aufstellen. Stellt euch vor, wir hätten den Otter schon benannt und den Iguanodon. Ja, dazwischen oder hier hinten? Hier hinten ist noch Platz. So. Bam. Rest in Peace. Carlos. Unser zweiter Raptor. Hey, hey, hey. Nicht cool. Dann wäre das auch geschafft. Ja, und dann machen wir es jetzt auf den Weg mit dem Raft. Und organisieren Metall. Die Rüstung lassen wir noch zu Hause. Nicht vergessen. Gewicht sparen. Passt nicht. Was mit der Box? Da geht noch was rein. Da sind noch irgendwie Eier drin. So. Da lassen wir mal die Hälfte hier im Kühlschrank von den Beeren. Und dann machen wir uns auf die Socken. Genau, dann fahren wir einfach mit dem Raft den Fluss rein. Der könnte nämlich die Piranhas nichts. Und ich glaube, die Dinos sind auch nicht so aggro, wenn wir auf dem Raft unterwegs sind. Das Raft, das verstehen die nicht so. So, passt das hier? Ist irgendwie so pink, so komisch. Bam. Scheint zu passen. So. Das ist doch cool. Machen wir das einfach so. Okay. Haben wir da drei so Dinger stehen. Und dann machen wir es auf die Socken. Die Hacke hält nicht mehr ewig. Also die Spitzhacke wird irgendwann kaputt gehen. Aber so ewig werden wir uns da eh nicht aufhalten. Wir sind jetzt immer an der gleichen Location eigentlich unterwegs. Ne? Das ist für uns so die primäre, wichtigste Location hier in der Gegend. Da gibt es Metall, da gibt es halt viele Dinos. Ich fahre immer wieder hier an diesen Fluss. Auch wenn der super gefährlich ist. Da haben wir jetzt schon so viele Tiere verloren. Oh, das ist aber schon... Ich glaube, das ist deutlich angenehmer mit so einem Raft, oder? Die Piranhas machen uns dann schon mal keine Sorgen mehr. Das ist wunderbar. Da ist ein Lystro, da steht unser Stuhl. Sind überall Lystros unterwegs. Links ist ein Trudon unterwegs, okay. Ja, und der kann uns hier zum Beispiel auf dem Floß, glaube ich, nichts. Mal schauen. Wir werden sehen. Boah, hier sind so viele Felsen, da kommt man ja gar nicht durch.
Müssen wir erst den Weg freihauen. Mal gucken, wie die Hitbox von dem Raft ist. Die war früher sehr klein. Mal gucken, ob das immer noch so ist. Ja. Also er kommt da überall problemlos durch. Also das Raft hat eine Hitbox, die ist ungefähr so groß wie meine. So mittig vom Raft. Das heißt, wir können uns überall durchquetschen. Das ist natürlich super cheaty. Da ist ein Raptor. Und da ist immer noch der Teresinus, der uns das letzte Mal die ganze Truppe zerlegt hat. Ne? Ja, und wir können uns ja jederzeit hier... wir können ja jederzeit aussteigen und dann die Felsen wegmachen. Dann kommen wir hier auch besser durch. Und wir brauchen ja sowieso ganz viel Flint. Wir haben immer noch keinen Dödi gesichtet. Also wir müssen auch... Oh, jetzt ist es wieder so heiß. Die Ghillie-Suit habe ich nicht mitgenommen. Da ist wieder ein Trudon. Die habe ich absichtlich zu Hause gelassen, weil die so schwer ist. Hier ist der... War hier der Raptor irgendwo? Ich weiß nicht, wo der hin ist. Wir machen mal den Felsen hier weg. Ich hoffe, der Teresino lässt uns in Ruhe. Oh oh. So. Wir sind komplett auf uns alleine gestellt. Das ist natürlich ein bisschen gewagt. Wir fahren einfach mal vorbei und durch. Wo ist denn? Der Raptor ist irgendwie weg. Ich hab Durst. Wir sind doch im Wasser. Gehen wir da nicht einen Schluck trinken einfach. So. Viel besser. Ja, es ist halt jetzt wieder mordswarm. Das macht's nicht einfacher. Der Raptor hat sich verdrückt. Ich sehe jetzt momentan nichts Gefährliches. Wir sind eigentlich schon da, wo wir hinwollen. Das heißt, ich drehe jetzt einfach mal um. Pack das Ding hier. Und dann legen wir los. Ich verliere jetzt momentan Hitpoints. Das heißt, wir haben eh nicht viel Zeit. Wir gehen jetzt gemütlich da hoch und holen so ein bisschen Metall. So der Plan. Oh, oh. Habt ihr es gehört? Irgendwas ist da. Wir haben notfalls Bolas. Das ist ein Trike. Was bist du für ein Level? 55. Das sieht nach Metall aus. Den nehmen wir mit. Den Felsen. Jawohl. Ja, dann machen wir die Taschen voll. Und dann geht's ab zurück nach Hause. Was haben wir jetzt? Durst. Ich kapiere das Spiel nicht mehr. Also, es ist unfassbar. Wir müssen also jetzt im, ich weiß nicht genau, 5-Sekunden-Takt gefühlt trinken. Das ist schon wieder ein... Oh, da können wir jetzt gleich mal die Kanone ausprobieren. Okay, bringt nicht viel, ne? Geht so. Oh, nee, die Bell. Wo ist die? Ich muss was trinken. Ich weiß nicht, ob die Libelle jetzt böse auf mich ist. Trinken? Ja. Oh ja, die ist böse. Bist du böse? Dann kommst du mit. Er ist doch nicht böse. Wir gucken mal kurz nach dem Iguanodon. Da ist nämlich wieder einer unterwegs. Irgendwo hier. Ich habe einen gesehen. Da vorne ist ein Teresino, Level 5. Iguanodon, Level 100. Ist ja nicht komplett verkehrt, ne? Also wir könnten wieder versuchen, einen Iguanodon zu zähmen. Was willst du denn jetzt von mir? Diese Libellen. Du hast Chitin. Boah, richtig viel Chitin. Voll gut. Ist besser, wenn man sie selber abfarmt, als wenn man das den Raptor machen lässt, ne? Ja. Dann haben wir nämlich jetzt ein bisschen Metall am Start. Und Flint und Stein und alles andere. Sehr schön. Und die Kanone. Die lassen wir auch mal hier. Die brauchen wir jetzt momentan auch nicht. Die ist super schwer. Und dann gehen wir nochmal hoch. Ich habe noch genug Hitpoints für einmal. Das ist die Totalkatastrophe. Also es gibt ein paar Sachen, die sind... Ich würde sie einfach Buggy nennen. Das mit dem Trinken ist ja wohl Blödsinn, dass wir wirklich im Sekundenabstand trinken müssen. Ich habe doch sogar eine Flasche dabei, oder? Jawohl, wir haben eine Flasche dabei. Aber das bringt ja auch nichts. Die ist ja dann auch nach 5 Minuten leer. Und genauso doof ist es, dass es hier im Dschungel irgendwie die ganze Zeit 50 Grad hat. Das macht jetzt auch nicht so viel Sinn. Aber das macht das Spiel natürlich umso schwieriger. Wir mögen es ja schwierig, ne?
So, nicht das Strike hauen, das ist da hinten. Wir sind fertig. Die Taschen sind voll. Was ist das? Habt ihr es gesehen? Grafikbugs? Irgendwas ist da im Gras. Ich weiß nicht was. Wir hauen einfach ab. Wir müssen jetzt sowieso Schluss machen, weil ich keine Hitpoints mehr habe. Wir müssen erstmal wieder Hitpoints regen und dann wiederkommen. Ich kann nicht mehr laufen. Ja, ich höre schon mein Herz schlagen. Das ist ein schlechtes Zeichen. Ab nach Hause. Das ist unser Iguanodon hier. Der Level 100er. Go, go, go. Wir sind nicht der Schnellste. Also das ist auf jeden Fall eine coole Lösung. Das ist deutlich besser als mit einem Dino, weil der Dino kann viel zu wenig tragen. Und der wird ja auch wieder gefressen. Und das Raft kann man notfalls neu bauen. Das geht schneller, als einen gescheiten Dino wieder neu zu zähmen. Und, okay, jetzt ist wieder okay. Jetzt verlieren wir keine Hitpoints mehr. Jetzt ist es scheinbar kühler geworden. Und hier unten im Fluss ist es, glaube ich, ein bisschen kühler, ne? Dann gehen wir jetzt erstmal wieder nach Hause und verarbeiten das ganze Metall. Das ist ja nicht weit von uns. Das ist eigentlich super praktisch. Wir müssen nicht weit reisen zum Metall holen. Aber wir müssen das halt irgendwie nachmittags machen oder so. Irgendwann, wenn es nicht so heiß ist. Oder nachts. Ist da ein Kanu? Ist das ein Alpha-Kanu oder was? Wir schwimmen da durch. Irgendwas ist im Wasser? Das sieht auch aus wie ein Baryonyx oder so. Ja, wir haben Baryonyx und ein Kanu. Wir haben wieder ordentlich Action hier. Und zurückgucken? Ich sehe nichts. Das könnte ein Alpha sein. Irgendwer hat geleuchtet, aber ich glaube, das war der Strike, das geleuchtet hat, oder? Ich glaube nicht, dass das ein Alpha-Kanu war, sonst wäre der Strike schon tot. Sieht aus wie ein Kanu. Das ist der erste, der zweite Kanu, den wir sehen. Wir haben schon einen besiegt, glaube ich. Mega spannend hier. Okay. Also den Kanu müssten wir auch erstmal irgendwie in so eine Box fangen, damit wir den zähmen können. Der wäre ganz cool. Wäre momentan nicht schlecht für uns, so ein Kanu. Können wir uns mal vormerken. Jetzt geht's erstmal nach Hause, Metall verarbeiten. Yeah, hier ist so eine Patchy-Mama. Oder, ja, ist eine Mama. Unterwegs mit zwei kleinen Baby-Patchys. Die sind total süß. Und wir brauchen natürlich schon wieder Prime Meat. Die sind also in höchster Gefahr. Ich habe mich noch nicht getraut, weil die Patchy-Mama ist bestimmt böse. Ich habe mal die Taming-Box geholt und habe die wieder hier vorne aufgebaut. Da ist ein Trudon, ne? Der ist aber nur Level 15 oder so. Den könnten wir schaffen. Mal gucken. Den sollten wir wegmachen, weil die sind absolut lebensgefährlich. Wir könnten den notfalls auch bolern, ne? Weiß nicht, wie viel die aushalten. Das müssen wir mal testen. Erwischt. Oh, oh. Ich bin müde. Ich bin so ein bisschen vergiftet. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Gehen wir mal ins Inventar. Der Buff. Der Debuff geht bald verloren. Okay. Wir haben jetzt. Da ist noch einer. Nein, nein, nein. Wo kommt der denn her? Gib mir die Speere. Das ist der 145er, oder? Wo kam der denn jetzt her? Wir sehen gleich, was er für ein Level hat. Wir schlafen hier ganz gemütlich. Oh je. Das muss der 145er sein. Der macht jetzt die ganze Rüstung kaputt und wir können nichts tun. Ich kann nur liegen und warten. Wie assi. Okay, dann können wir danach wieder Metall holen gehen. So, Torpo ist auf 100%. Jetzt sollte er uns aber gleich haben. Wenn er den Patchy angreift, dann wird der Patchy uns vielleicht helfen. Mal schauen. Nee, der Patchy haut ab. Okay, das waren die Handschuhe. Und? Vielleicht ist es soweit. Ich will endlich respawnen. Bring's zu Ende. Eieiei. Gut. Dann können wir jetzt respawnen. Oh Mann, man muss auch alles gefasst sein hier.
Hätten wir die Bolas schon draußen gehabt und auf ihn gewartet, hätten wir es vielleicht überlebt. Wow, was war das? Dann wird er mir schwindelig. Gut, dann gehen wir nochmal rüber. Ich habe die Taming-Box eigentlich aufgebaut, weil da dieser Kano rumläuft. Jetzt schauen wir mal, ob der noch da ist. Jetzt müssen wir aber erstmal unser Zeug retten. Das ist ein Oviraptor. Die Trudons sind ultra gefährlich. Die können uns, also der High-Level-Trudon, der muss bestimmt nur zweimal beißen oder so und dann schlafen wir schon ein. Ich glaube, das sind Piranhas, oder? Nee, noch sind wir safe. Alles gut. So. Schauen wir mal, wo die alle sind. Da ist ein Dillo. Ich wüsste gerne, wo der Trudon ist. Das wäre gut zu wissen. Da ist der Patchy. So. Das nehmen wir alles wieder mit. Ja, die Rüstung ist zur Hälfte durch jetzt. Das ist echt nicht cool. Der hat uns eine halbe Flakrüstung zerstört. Natürlich das ganze Lederzeug. Dafür brauchen wir... Aber wir haben noch nicht mal Hide, wir haben ja nichts getötet bis jetzt. Das Ghillie-Zeug will ich aber nicht anziehen, das kostet uns zu viel. Ich ziehe dann lieber gar nichts an, ehrlich gesagt. Wir hätten ja auch noch die Kanone gehabt, ne? Und die hätte ich ihn vielleicht auch nicht down gekriegt. Mit der Schrotflinte hätten wir ihn sicherlich geschafft. Wo ist er denn hin? Ich würde den so gerne zähmen, aber Trudons sind extrem schwierig zu zähmen. Da haben wir eigentlich momentan ganz schlechte Karten. Deswegen sollten wir den wahrscheinlich fast wegräumen, dass er uns nicht nochmal tötet. Wenn ich ihn überhaupt wiederfinde. Da ist ein Dillo. Ich sehe keinen Trudon. Ich weiß nicht, wo der ist. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass es hier welche gibt. Also es gibt hier einige. Die sind ja früher auch immer im Rudel unterwegs gewesen. Die habe ich jetzt auch immer so vereinzelt gesehen. Da ist ein Oviraptor. Aber es gibt mehrere bei uns. So viel ist mal klar. Das ist der, der uns getötet hat, denke ich. Die sind gar nicht so aggressiv, ne? Vielleicht lassen wir ihn leben. Und sind einfach ein bisschen vorsichtiger. Der ist nur Level 15 oder so, ne? Diese Ferngläser. 15 ist der. Wir könnten ihn wegräumen und hoffen, dass er keine Freunde hat. Das wäre möglich. Peng! Peng! Er hat aufgegeben. Sind wir mal die Bolas raus, weil wenn ein 145er kommt, dann würde ich den lieber bolern. Nee? Gerade ruhig. Vielleicht spawnen die zu zweit oder so? Auf jeden Fall scheinbar so in kleineren Rudeln. Gucken wir nochmal, was hier so unterwegs ist. Der Baryonyx ist ziemlich low level. Falls der noch da ist. Mal gucken. Da ist der Kano. Der ist Level 50, also auch ziemlich low. Das sah aus wie ein Trudon. Der Teresino ist ja nur Level 10, den kennen wir auch schon. Nee, das ist ein Patchy. Ich glaube, wir holen uns den Kano, wenn wir es schaffen. Und boxen den ein. Dann hätten wir zumindest mal das wieder ein Trudon. Das ist der 145er, vor dem ich Angst hatte. Okay. Vor dem sollte man auch Angst haben. Der ist wahrscheinlich gefährlicher als der Kano. Aber den Kano könnten wir zähmen, dann hätten wir einen. Aber der rennt jetzt in die andere Richtung. An dem Teresino vorbei. Das ist doof. Hier sind halt viel zu viele Tiere unterwegs. Da ist ein Level 100er Dimorphodon unterwegs. Sollen wir den einsacken? Könnten es versuchen. Ich weiß nicht, wie viel Torpor der hat. Wenn wir den über dem Wasser abschießen, dann wird er wahrscheinlich über dem Wasser einschlafen. Das wäre nicht so gut. Den Kano, den würde ich jetzt erstmal aufschieben. Wenn der in die Richtung kommt hier, dann können wir den da einboxen und theoretisch zähmen. Ich würde für den jetzt nicht so viel riskieren. Das ist ein Level 50er. Und die Ecke da ist einfach zu gefährlich momentan. Da kommen wir gar nicht in die Nähe. Wo ist der Dimorphodon hin? Der war doch eben noch da. Da hinten. Das muss er sein.
Level 100. Wir könnten auch so einen Dimorphodon-Schwarm aufbauen. Es gibt viel, was wir machen könnten. Aber das ist auch alles ganz schön gefährlich. So ein Dimorphodon-Schwarm wird uns nicht viel helfen, ne? Die Teresinos zerpflücken den sofort. Wir bräuchten mal was Stärkeres. Aber wenn der an Land kommt, würde ich den mitnehmen. Das ist schon ein cooles Tier. Autsch. Jetzt ist es wie kalt hier? 0 Grad. Wow. Das variiert hier zwischen 55 und 0 Grad. Pieks. Oh oh. Ich glaube, jetzt mag er mich nicht mehr. Nee. Nicht so. Was hält der denn aus? Der schläft ja immer noch nicht. Jetzt will er aber schlafen gehen. Oder? Ich glaube, er ist müde. Ich glaube, er ist abgestürzt. Nee, er ist noch da. Jetzt ist er abgestürzt. Mega. Okay. Die müssen wir jetzt auch noch beschützen, ne? Das ist ein Level 100, ne? Der hat nicht mehr viele Hitpoints. Dem sollten wir jetzt natürlich wieder Prime Meat bringen, wenn wir es irgendwo auftreiben können. Prime Meat. Es gibt halt die Patchies hier, ne? Den haben wir erwischt. Vielleicht gehen wir kurz nach Patchies gucken. Da liegt der, oder? Ich sehe hier irgendwie nicht viel. Da ist noch einer. Das war echt Glück, dass der das nicht gemerkt hat. Dass wir seinen Kollegen schlafen gelegt haben. Ein 80er. Also ich verliere ein bisschen Hitpoints, weil wir halt jetzt 0 Grad haben aus irgendeinem Grund. Das ist echt albern, die Temperaturen. Das ist ein Dillo. Ich glaube, wir holen uns den Patchy Rhino. Oder den. Wie heißen die? Patchy? Wir sollten den Patchy zerlegen. Weil so ein... Der Dimorphodon wird sonst Level verlieren, ne? Der ist schon super gut. Bei Level 100 wird der ein paar Level verlieren, wenn wir den mit normalem Fleisch zähmen. Da draußen schwimmt der Trudon. Da hinten ist der Teresino. Ist eigentlich ganz entspannt hier gerade. Was ist mit dir los? Wir suchen uns... Das ist ein Oviraptor. Wir suchen uns wieder Jungtiere, dass wir den gescheit zähmen können. Wie sieht es denn eigentlich aus mit der Taming-Anzeige? Gibt es die noch oder ist die gerade wieder nicht so... Ich verstehe die noch nicht so ganz. Die ist nämlich manchmal funktioniert hier, manchmal nicht. Tames in Progress. So, Updating-Info. Der schläft nicht lange, also wir müssen uns noch ein bisschen ranhalten. Kann ich den jetzt irgendwie tracken oder so? Jetzt muss er jedes Mal wieder hier Tames in Progress und dann... Tracken? Track? Der ist doch jetzt getrackt, oder nicht? So müsste doch getrackt sein. Wird aber nicht angezeigt. So, wir geben dem noch ein paar Narkotics. Dass der uns nicht aufwacht. Und dann schauen wir jetzt kurz, ob wir... Jetzt habe ich Hunger. Ich verliere immer noch ein bisschen Hitpoints, aber es geht. So. Wir können auch wieder hochleveln, sehr cool. Entweder wir finden jetzt ganz schnell Prime Meat für den. Oder wenn nicht, dann zähmen wir den mit normalem Fleisch. Ich bin noch ausgewichen. Hat aber nicht funktioniert. So, Speere haben wir wieder. Ich sehe nichts. Wo liegt er? Da ist er. Und... Hier müssten jetzt irgendwo Baby-Dillos unterwegs sein. Das war nämlich eine Dillo-Mama-Papa oder sowas. Ist das? Keine Ahnung. Ein Ast. Sagen wir aus wie ein Dodo-Fuß, oder? So, mal gucken, ob wir den finden. Seht ihr einen kleinen Dillo? Nee. Wir zähmen ihn jetzt mit normalem Fleisch aus. Ist mir wichtiger, dass der überhaupt auszähmt. Ich habe keinen Baby-Dillo gefunden. Und wo der Patchy hin ist, weiß ich auch nicht. Der wacht nämlich gleich auf. So, nimm mal Fleisch. Und notfalls kriegst du noch ein paar Narkotics.
Timing Effectiveness 98. Okay, wir verlieren so ein bisschen, aber es geht. Bam. Accept. Komm auf die Schulter. Wir haben einen Dimorphodon. Mega cool. Okay. Dann bringen wir den erstmal nach Hause. Alles, was wir haben und kriegen, nehmen wir direkt mal mit nach Hause. Und versuchen wir zu retten. So. Keine Piranhas. Ab nach Hause. Ja, also den Kano können wir mal im Auge behalten. Ich hätte gerne mal sowas Kanoartiges. Den könnten wir auf jeden Fall reiten. Der wäre auch relativ stark. Das wäre nicht verkehrt. Level 50 ist jetzt natürlich nicht so der Bringer. Da könnten wir mal gucken, ob wir vielleicht einen besseren finden. Dass es jetzt so kalt ist hier, das ist ja auch irgendwie neu. Oder es ist uns nicht aufgefallen, weil ich vorher die Lederrüstung anhatte. Die wärmt, glaube ich, mehr als die Metallrüstung. Und jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Aber bei Regen haben wir immerhin 12 Grad statt 0 Grad. Das ist gut. Aber ich glaube, das war auch da im Fluss besonders kalt. Also wir müssen auf jeden Fall so ein bisschen mehr Fortitude leveln. Da kommen wir nicht drum rum. Bei den seltsamen Temperaturwerten, die wir hier ständig haben, müssen wir da so ein bisschen gegenarbeiten. So. Ich glaube, wir haben schon alles mitgenommen. Genau. Ab nach Hause. Und dann haben wir wieder einen Heil nach Hause gebracht. Wir werden, glaube ich, nicht verfolgt. Alles gut. Mal gleich zumachen hier. Bam, wir haben Dimorphodon. Super cool. Immerhin, ein Weibchen. Du brauchst natürlich noch einen Namen, ne? Du bist unsere Dimorphodon-Dame. Du heißt, wie wär's mit Nina. Bam. Und die könnte uns schon so ein bisschen helfen, ne? Wir bräuchten halt eigentlich mehr davon. So ein Schwarm Dimorphodons ist nicht so verkehrt. Was war das? Encumbered. Kann nichts mehr tragen. Metall ist zu schwer. So, das müssen wir gleich wiederholen. Einmal rüber und ausladen. Ich habe so ein paar Bauteile hergestellt, deswegen haben wir so viel Zeug an Bord. Alles frisch gesammelt. Für die Taming Box. So. Und dann könnten wir uns so ein bisschen Munition herstellen, theoretisch, wenn wir noch Gunpowder haben. Mal schauen. Nee, haben wir nicht. Haben wir Stein? Wir brauchen Dödi. Ich muss das ganze Steinzeug auch von Hand sammeln, weil wir keinen Dödi haben. Also momentan geht halt noch nicht viel. Wir brauchen dringend Dinos. Da fehlen uns noch welche. Charcoal fehlt auch. Also wir haben noch so viel vor uns. Hier mal wieder ein bisschen Charcoal am Start. Go, go. Solange wir keine Dinos haben, die uns Ressourcen sammeln. Was ist denn hier los? Das ist doch aus. Wieso leuchtet das? Das Lagerfeuer ist aus, aber es leuchtet. Das ist komisch. Nina ist noch hinter mir her. Okay. Ja, solange wir keine Dinos haben, die uns helfen, brauchen wir eigentlich auch keinen zweiten Mortar und Pestle oder so. Oder keine zweite Forge. Weil wir so wenige Ressourcen haben, dass die Dinger eh nicht durchlaufen. Na? Okay, also bei den Fliegern ist die Wegfindung deutlich schlechter, ne? Das ist sehr interessant. Die Bodentiere finden immer einen Weg. Die Flieger suchen immer noch den kürzesten Weg einfach. Und fliegen dann halt gegen die Wand und kommen nicht. Das ist ja auch interessant. So, Nina. Bleib mal sitzen. Wo willst denn du hin? Hey. Sitzen bleiben. Okay. Ja, sind wir wieder so ein Stück weiter. Wir haben so ein paar Item-Upgrades auf jeden Fall am Start. Wir bräuchten dringend die Schrotflinte eigentlich noch, aber wir bleiben jetzt erstmal beim Revolver. Jetzt habe ich mich für den Revolver entschieden. Gunpowder ist in Arbeit. Dann hätten wir auch die Longneck Rifle. Mit der können wir auf jeden Fall schon ziemlich gut arbeiten. Die macht mega viel Schaden. Vor allem können wir auch so ein bisschen auf die Entfernung wirken. Und so ein paar fiese Viecher ausschalten. Zum Beispiel Judons. Bam! Die ersten zwei Schuss. Super gut. Erstmal durchladen. Okay. Genau, die nehmen wir dann auch mal mit. Und ich glaube, dann haben wir schon wieder einen Freeze. Ja, sieht ganz danach aus. So, da sind wir wieder. Das Spiel läuft also immer noch sehr instabil. Da hat sich jetzt noch nichts geändert.
Die Autosave-Funktion funktioniert momentan auch nicht. Das heißt, wir haben keine automatischen Saves. Wir müssen jeder regelmäßig immer hier über diese Save-Game-Funktion im Menü zwischenspeichern. Ansonsten verlieren wir ordentlich Progress, so wie das jetzt passiert ist. Wir haben so viel Progress verloren, dass zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt wieder gespawnt bin, Nina noch nicht gespawnt war. Das heißt, es gibt den Dimorphodon gar nicht. Ich konnte den also auch nicht wiedersehen, wenn Nina ist, ja, man kann es nicht anders sagen, die ist in der Matrix verloren gegangen. Und wir müssen jetzt wieder gucken, dass wir irgendwann mal einen coolen Dimorphodon finden. Nina hat nie existiert in dieser Welt. Wir haben den Save leider verloren. Das ist super ärgerlich. Also ich hoffe, dass sich da irgendwann mal was tut jetzt. Es kamen ja schon so ein paar Patches raus, aber da hat sich jetzt momentan noch nichts gebessert. Also Autosave-Funktion, Fehlanzeige und leider auch immer noch regelmäßig Abstürze. Die haben stark mit dem Grafikmenü zu tun. Also je nachdem, was man da für Einstellungen findet. Manche laufen stabiler, manche weniger stabil. Also es gibt auch Leute, die da überhaupt keine Probleme mit haben. Ich glaube, vor allem, wenn man auf Max-Settings spielt, soll es wohl relativ wenige Abstürze geben. Es hängt wohl mit einzelnen Grafik-Settings zusammen, aber das habe ich noch nicht raus. Also mit welchen das dann speziell zusammenhängt. Ich hatte schon Abstürze bei allen möglichen Einstellungen. Wenn ich hier was verändert habe, habe ich immer regelmäßig Abstürze gehabt. Aber das waren unterschiedliche Einstellungen. Es gibt so ein paar, die da prädestiniert sind. DLSS hat immer zu Abstürze verursacht. Deswegen habe ich das ja aus. Aber auch genauso andere Grafik-Settings. Ich hoffe, dass da irgendwann mal Patches rauskommen. Momentan, wie gesagt, noch ziemlich instabil das Ganze. Naja, wir haben auf jeden Fall jetzt ein paar Upgrades, was Rüstung angeht. Die hat auch schon wieder ordentlich gelitten. Man sieht, wie der Trudon das alles zernagt hat. Und wir haben jetzt ein paar neue Waffen inklusive Munition. Das heißt, wir können es auf jeden Fall besser verteidigen. Wir sollten uns auf jeden Fall auch noch die Schrotflinte herstellen, dass wir da auch eine ernsthafte Verteidigungswaffe haben, um so Tiere, die da uns in den Hintern beißen, direkt aus kurzer Entfernung wegfegen zu können. Da ist die optimal. Ja, und dann können wir nicht mehr machen, als weiter die Augen offen zu halten, immer schön zu speichern und dann hoffentlich mal irgendwo einen starken Dino zu finden, um den dann auch zähmen zu können. Die Metallrüstung sieht aber cooler aus als vorher, oder? Ich finde die schon ein bisschen schicker. Sieht immer noch ziemlich freaky aus. Und wichtige Teile sind nicht geschützt. Aber auf jeden Fall ganz witzig und ist für uns halt ein mega Upgrade. Also wir können es nicht aussuchen, womit wir unterwegs sind. Wir müssen wirklich jedes Quäntchen an Potenzial hier nutzen, um uns ein bisschen stärker zu machen, weil die Welt hier wirklich, ja, unforgiving ist. Aber so schön langsam finden wir uns hier rein. Wir wissen jetzt, wie die Bodendinos funktionieren. Wir wissen jetzt, dass die Flieger nach wie vor das gleiche Wegfindungssystem haben wie immer. Und wir kennen wieder so ein paar der neuen Probleme, die hier auftreten, auf die wir achten müssen, wenn wir mit Dinos unterwegs sind. Gleichzeitig helfen uns jetzt die Upgrades auch so ein bisschen, uns selber zu verteidigen. Das heißt, wir können dann auch notfalls mal alleine los und keine Dino-Leben mehr riskieren. Solange wir jetzt noch kein Tier haben, was sich da draußen wirklich behaupten kann. Na gut. Für heute würde ich sagen, lassen wir es damit gut sein. War wieder eine ziemlich verrückte Episode. Ständig passieren hier komplett unvorhergesehene Dinge. Man muss sich immer wieder anpassen und immer wieder neue Pläne schmieden. Das ist das gute alte Ark, wie wir es kennen. Man kämpft mit Bugs und Dinos und versucht irgendwie zu bestehen. Mal gucken, was die nächste Episode so bringt. Für heute war es das erstmal aus Ark Survival Ascended. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut und bis dann.